Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so rabiat und versuche heute mal mit beiden Hunden das Video zu drehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe hier die Tough Cookie Box für euch, und zwar die Februar-Box, die so ein bisschen unter dem Thema Valentinstag steht oder stand. Ich habe es leider nicht vorher geschafft, die Box zu filmen. Ich musste sie auch tatsächlich dieses Mal schon aufmachen, aber es ist noch alles drin und die Hunde finden es auf jeden Fall richtig toll. Deswegen, ich hoffe, es funktioniert, sonst muss ich die Hunde gleich einmal wegsperren. Wir gucken da jetzt trotzdem mal zusammen rein und ich habe sogar dieses Mal daran gedacht, der lieben Linda einmal zu schreiben, dass der Herr Loki einige Allergien mittlerweile hat und auch die Fanny Rind nicht mehr verträgt. Und sie war so lieb und hat mir die Sachen ausgetauscht. Also auch das funktioniert einwandfrei. Und da seht ihr nämlich schon einmal hier so ein kleines Klebchen, weil hier ist nämlich ein loses Produkt drin. Und das ist das, was mir Loki die ganze Zeit klauen will. Und das ist dieser Knochen, also so ein Kauknochen aus Pferdehaut. Die sind ja meistens aus Rind, aber ich habe die tatsächlich auch schon zu Hause gehabt. Und Loki liebt diese Dinge einfach. Also die sind richtig, richtig toll. Und wenn ich jetzt die Klappe nämlich runter machen würde und Loki das sehen würde, würde er mir den Knochen direkt aus der Hand reißen. Deswegen packe ich den einmal schnell wieder ein. Die Box sieht übrigens im Allgemeinen so dieses Mal aus. Und genau, also so könnt ihr die Hunde noch mal kurz sehen. Das hier ist auch etwas, was Loki, leg dich hin, schon angesabbert hat. Und ihr seht einfach, wie toll er das findet. Und zwar ist das so ein Smiley, so ein Katzensmiley tatsächlich, mit so Herzchen drauf, total süß. Und hier seht ihr vielleicht schon so ein bisschen Loki-Sabber, weil auch den hat er schon klauen wollen. Den musste ich ihm noch einmal zurückholen. Der ist von Farbballs bei Fab Dog Emoji Collection. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, die Firma, also Fab Dog. Ja, also Super Squeak Bouncing Ball. Also das ist so ein richtiger Ball, der springt. Ich möchte jetzt nicht drauf gucken. Das ist auf jeden Fall so ein Noppenball hier drin. Also hier sind so Noppen. Finde ich sehr interessant, haben wir noch nicht. Ich versuche gleich mal, vielleicht noch ein Foto damit zu machen, bevor er in einem Hundemund landet. Also richtig landet. Und dann haben wir hier Bio-Liebesherzel, Ergänzungsfuttermittel, Bio-Buchweizenmehl, Bio-Käse, Bio-Rote Beete und Bio-Freiland. Sieht so aus. Das sind so richtig schöne Herzen in rosa von Malus Bio-Hundekekse. Kenne ich auch noch nicht, die Firma. Sind aber so richtig süße Kekse, da wird sich Fanny auf jeden Fall freuen. Käse haben wir bei Loki tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber das ist nicht schlimm. Denn wir haben hier nämlich noch einige Sachen und da ist auch was dabei, was Loki fressen darf auf jeden Fall. Wir haben hier einmal von Pfotenteam Känguru Sticks Training Snacks. Und zwar haben die eine richtig coole Größe, die sehen nämlich so aus. Richtig, richtig cool. Und da ist nur Känguru und Tapioca drin. Sehr cool. Und dann habe ich hier noch etwas von Nordheld. Nordheld kenne ich auch nicht. Also alles Firmen schon wieder, die neu sind. Und zwar hatte ich noch gar nicht solche Sticks. Die kenne ich ja meistens halt, die gibt es ja so zu kaufen, die nicht sehr hochwertig sind. Die sind jetzt für Allergiker geeignet. Das ist nämlich nur Trockenfleischmehl vom Land. 100%. Also sehr cool. Da wird sich Fanny auf jeden Fall freuen. Und dann haben wir hier nämlich was für Loki. Und zwar von Xund für den Hund. Heißt das, glaube ich, so. Gesund für den Hund. Da ist Pferdefleisch und Apfelrußfaser drin und mehr nicht. Und das sind so Nockerl. Ich gucke mal, ob ich die aufkriege. Ja. Mhm. Weil das dürfen. Legst du dich hin? Hinlegen. Hinlegen. Mhm. Die Hunde kennen das nämlich schon. Auch Fanny wedelt da im Hintergrund. Also so sehen die aus. Und kommen auf jeden Fall richtig gut an bei beiden Hunden. Also die sind sehr cool. Und dann noch etwas. Und da wird sich auch hauptsächlich Loki, glaube ich, drüber freuen. Und zwar hatten wir die schon mal als Möhre. Als Möhrenchips. Und zwar von Nordsee Trockengemüse, Rote Beete Chips. Ist einfach wirklich so Chips aus Rote Beete. Ich weiß, dass man die entweder so füttern kann, die kann man auch theoretisch selber essen, oder in warmem Wasser halt aufquellen lassen und dann halt übers Futter machen. Habe ich mit Rote Beete auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal, die kann man so ein bisschen klein malen und dann auch damit backen. Ich weiß nicht, ob Loki die so frisst. Ich bin gespannt. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß, dass das für Fanny nichts ist, aber das kann ich ihr gut übers Futter geben. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass die Möhren, Chips, nämlich richtig gut angekommen sind. Und es gibt nämlich, glaube ich, auch noch Apfel davon. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Also auf jeden Fall Apfel, Rote Beete und
und Möhre. Und auf Apfel bin ich auch mal gespannt. Das werden wir auf jeden Fall auch ausprobieren. Die hatten wir nämlich, glaube ich, auch, also die Möhren-Version davon hatten wir nämlich auch in einer Tough Cookie Box. Und die ist richtig, richtig gut angekommen. Also ich glaube das auch. Und ich meine, mit der Farbe kommt das auch ganz gut hin mit Valentinstag. Ich habe jetzt ja hier einige Austauschprodukte, weil ich ja gesagt habe, dass Loki halt nur Pferd verträgt. Und deswegen hat sie mir hier zwei Sachen vom Pferd mit reingepackt, damit Loki auch was futtern darf. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel andere so eine Kaustange quasi in Herzform hatten. Das habe ich nämlich auf Facebook schon gesehen. Es gibt nämlich eine Facebook-Gruppe von Tough Cookie. Da könnt ihr auch auf jeden Fall auch reingucken. Und ich packe euch jetzt mal den Link hin, wo ihr die verschiedenen Boxen findet. Schreibt mir wie immer unten gerne in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Ich fand sie sehr cool. Ich glaube, Loki findet vor allen Dingen halt das hier toll und diesen Knochen, den ich nicht raushole, weil sonst rennt er damit gleich weg. Ich versuche jetzt gleich nochmal ein Foto zu machen und ja, wie immer interessiert mich natürlich eure Meinung. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.